Feierlicher Auftakt auf Schloss Sandizell. Man gedenkt der Schlacht von Höchstädt 1704. Aus England, aus diesem Anlass extra angereist, seine Gnaden John Churchill, 11. Herzog von Marlborough, direkter Nachfahre des 1. Herzogs von Marlborough, des Siegers der Schlacht von Höchstädt. Renate K., als feine Dame bei Hofe, wie es vor 300 Jahren in den besseren Kreisen üblich war. Der Militärhistoriker Markus Junkelmann zu Pferd und sein Trupp in den Uniformen des Kurbayerischen Leibregiments zelebrieren militärisches Zeremoniell, eine Fahnenweihe. Vor genau 300 Jahren trafen sich hier auf dem Schloss Prinz Eugen, Ludwig von Baden und der Herzog Marlborough auf ihrem Feldzug gegen die Bayern und Franzosen zu einer strategischen Besprechung. Disgraced, Herzog von Marlborough hat sich bereit erklärt, bei unserer Fahne, das ist die Fahne des Kurbayerischen Leibregiments, den ersten Nagel einzuschlagen. Und ich darf dann bitten, auch Graf Sandizell und die anderen dann zu folgen und weitere Nägel zur Befestigung der Fahne anzubringen. Das war eine übliche Zeremonie zur Fahnenweihe damals. Die nun einzuweihende Fahne war für den Urahn des Herzogs seinerzeit ein feindliches Feldzeichen. Seine Gnaden bei ungewohnt handwerklicher Tätigkeit. Der Nagel sitzt. Beifall. An. Gebt. Feuer! Bam 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 over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal, and Spain, we and the mountains we'll obey. Over the hills and far away. Gasthaus zur Sonne in Mundelsheim. Aus den Zivilisten Ludwig, Wolfgang, Steve und Markus werden vor den Augen der Öffentlichkeit zwei kurbayerische Grenadiere, ein englischer Füsilier und ein englischer Kavallerist aus dem 18. Jahrhundert. Die Truppe wird im Dienste historischer Wissenschaft in den nächsten 15 Tagen auf den Spuren des Feldzugs von Herzog Marlborough fast 250 Kilometer von Mundelsheim bis zum Schellenberg nahe Donauwörth marschieren, wo im Jahre 1704 die erste Schlacht geschlagen wurde. Der Militärhistoriker Markus Junkelmann nennt seine praxisnahen wissenschaftlichen Studien experimentelle Archäologie. In originalgetreu nachempfundenen Uniformen wollen sie auf dem Marsch erkunden, wie es den Männern erging, die die Strapazen des legendären Feldzugs vor 300 Jahren mitgemacht haben. Bosco, der Junkelmann als Kavalleriepferd dienen soll, erweist sich schon jetzt als sehr eigenwillig. Auch die Waffen sind den historischen Vorbildern exakt nachgebaut.
Zur Uniform gehören lange, grobe Wollstrümpfe, die über die Kniehose gezogen und von Strumpfriemen gehalten werden. Über dem Leinenhemd eine langärmelige Weste, das sogenannte Kamisol. Die schweren Reiterstiefel sind aus über dem Feuer gehärtetem Leder, eisenhart. Sie sind nicht zum Laufen gedacht, sondern sollen ihrem Träger bei einer Reiterattacke Schutz bieten. Über dem Kamisol trägt Junkelmann jetzt den roten und schweren Waffenrock der englischen Kavallerie. So, und Halsbinde. Die Roten müssen am Abend da sein. Ja. Enger, enger. So. Dort, wo vor 300 Jahren unter der Dorflinde Marlboroughs Heerschar rastete und dann weiterzog, soll nach der Verwandlung der Marsch beginnen. Und weil aber auch jedes Detail stimmen soll, hat Steve sogar seine Brille dem historischen Vorbild angepasst. The Brille here, I made specially for reenactors like myself for the 17th, 16th and 15th century. And these are also prescription lenses. Wolfgang trägt die reichlich mit Litzen verzierte Uniform der Spielleute, im Köcher verschiedene Pfeifen. Allen gemeinsam ist der für die damalige internationale Militärmode obligatorische Dreispitz. Die Jacke, die Hose, die Socken, die Schuhe, der Hut, das war einfach alles ein bisschen chaotisch. Und die Sachen waren größtenteils bei Markus im Haus. Und dann stellt man sich vor, man kommt nach Mundelsheim, es ist ein großer Platz da, die Uniformen werden hingelegt und dann heißt es so, jetzt zieh dich an, du bist für 14 Tage ein Grenadier. Hier im Gasthaus zur Sonne in Mundelsheim trafen sich Prinz Eugen und Herzog Marlborough zum ersten Mal, um ihre gemeinsame Strategie gegen den mit den Franzosen verbündeten bayerischen Kurfürsten Max Emanuel zu besprechen. Ihre Entscheidung führte zu der großen und verheerenden Schlacht von Höchstädt am 13. August 1704, die dem spanischen Erbfolgekrieg die entscheidende Wende gab. Anlass für diesen Krieg waren die Streitigkeiten unter den europäischen Fürstenhäusern in der Erbfolge um die spanische Krone, die im 18. Jahrhundert ein Weltreich beherrschte. Marlboroughs Armee hatte eine anfängliche Stärke von 21.000 Mann. Durch deutsche Verstärkungen schwoll sie an auf 40.000 Mann. Bis Mundelsheim hatte sie bereits fast zwei Drittel ihres Marsches von insgesamt 700 Kilometern zurückgelegt. Die restliche Strecke will jetzt auch Junkelmanns Trupp unter möglichst realistischen Bedingungen nachmarschieren. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich bin ein Wille zum Wohle. Das Amphitheater hast du mir nicht gezeigt. Mundelsheims Bürgermeister in offizieller Mission. Er verabschiedet die Männer mit einem von der Stadt gestifteten Schoppen Württemberger Weins. Ein stabiles Hoch bestimmt die Wetterlage über ganz Süddeutschland. Vor ihnen liegen 200 Kilometer über die Schwäbische Alb und das Donau-Ries. Nur zwei der Teilnehmer zeigen die rote Uniform der englischen Truppen, die Winston Churchill dazu veranlasste, die Marschkolonne als die Scarlet Caterpillar, die scharlachrote Raupe, zu bezeichnen. Die anderen tragen die bayerischen Uniformen, also eigentlich die des Gegners, weil sie danach mit einer gewissen Patina in der Ausstellung im Schloss Höchstädt zum Einsatz kommen sollen.
Der größte Teil der Ausrüstung, Uniformen und Waffen, wurde durch die Teilnehmer selbst finanziert. Um alle Uniformen der am Marsch beteiligten Truppenteile, also Holländer, Dänen, Preußen, Hannoveraner und Hessen, zeigen zu können, reichten die Mittel nicht aus. Aber für das Experiment spielt das keine Rolle, denn in Schnitt, Material und Trageweise gab es keinen Unterschied zwischen den Armeen. Interessante Sache war das Schuhwerk und hier hat es ja sehr negative Erfahrungen gegeben. Es mag zum Teil mit den hohen Absätzen zusammenhängen, aber das müssen wir noch genauer auch zusammen mit den orthopädischen Schuhmachern, die hergestellt haben und so, abklären, was sie wohl denken, was jetzt eigentlich die Schwierigkeiten waren. Nämlich gepasst haben die Schuhe im Prinzip. Es war also nicht so, dass die es nicht gesessen hätten oder was, sondern es war ein grundsätzliches Problem, das natürlich zum Teil damit zusammenhängt, dass gerade am Anfang relativ viel auf Asphalt marschiert werden musste, weil halt mittlerweile schon jeder kleine Feldweg asphaltiert ist. Und was gerade nicht den historischen Gegebenheiten entsprach. Wir haben deswegen ja auch versucht, möglichst viel unbefestigte Feldwege zu erwischen, aber es ist halt leider nicht immer möglich. Aber wenn es mal losgeht mit den Blasen, dann wird es auch, wenn dann harmlosere Strecken geht, bei dem Tag-für-Tag-Abnutzung natürlich tendenziell immer schlimmer. Nun ist es so, dass mehrwöchiges Marschieren in voller Ausrüstung mit jedem Schuhwerk zu Fußproblemen führt. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber. Moment, Moment, Moment. Wir gehen jetzt hier da durch. Daher, da sind wir jetzt genau. Ja, genau, ja, da ist die Autobahn. Wo waren wir? So, und jetzt laufen wir da ruhig. Der freundliche örtliche Führer, der den Trupp aus dem Ort geleitet hat, beschreibt den weiteren Weg. Irgendwo bis wir. Und dort wird euch irgendwo in Marbach wird euch der andere erwarten. Ab jetzt sind sie auf sich selbst gestellt und den Widrigkeiten moderner Verkehrswege ausgesetzt. It's all a gentleman soldier, as a sentry he did stand. He kindly saluted a fair maid by waving of his hand. So boldly then he kissed her and he passed it off as a joke. He drilled her into the sentry box, wrapped up in a soldier's cloak. For the drums did go with a rap-a-tap and the fifes did loudly play. Saying fare you well, me Polly dear, I must be going away. Ohne die Hilfe ortskundiger Einheimischer könnte man sich in der Wüstenei schwäbischer Häuslebauer schon mal verirren. Die aktuelle Tagestemperatur ist inzwischen bei 28 Grad Celsius angekommen. Und sie stellen fest, auch Weinberge sind Berge. Unter den vielen Dingen im Kriege, für deren Gebrauch keine Polizeitaxe ein Maß festsetzen kann, gehört hauptsächlich die körperliche Anstrengung. Vorausgesetzt, dass sie nicht verschwendet wird, ist sie ein Koeffizient aller Kräfte und niemand kann genau sagen, wie weit sie getrieben werden kann. Als ungeübter Läufer ist Wolfgang der Strapaze des ersten Tages nicht gewachsen. Er findet vorübergehende Notaufnahme im Kamerawagen. Ersten Marschtag, der ging los in der Früh, ich glaube um 8:30, dreiviertel neun, neun. Und das Problem war dann ungefähr nach 4 Kilometern schon, dass der Absatz schmerzte und vorne der Ballen. Wobei dann auch das Problem noch des Sockens dazu kam, dieser handgestrickte Socken, der war zu groß für mich. Ja. Und das war schade. Jetzt hätte es eigentlich ein passender Socken sein sollen. Naja gut, auf alle Fälle, die Problematik war dann der hohe Absatz, die harten Straßen
und man konnte eigentlich nicht anders als wie sich durchbeißen bis zum bestimmten Punkt. Und für mich war dann die Strecke Marbach war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte. Das ist Mailbox wieder. Anton, Quartiermacher und guter Geist der Mannschaft, hat vorübergehend den Kontakt zur marschierenden Truppe verloren. Aber wenigstens Wolfgang ist bei ihm gut aufgehoben. Getreu dem historischen Vorbild verlässt sich Junkelmanns Trupp bei Übernachtung und Verpflegung meistens auf die Unterstützung von Bauern. Zum Frühstück gibt's historischen Nachhilfeunterricht. Zwei oder drei Tage in Mundelsheim und dann suchen wir vier Tage oder was in Großheppach. Dazwischen ist nichts. Aber da kann natürlich sein, dass mittlerweile die Gruppe wieder marschiert ist. Wer dick gequakelt. Ja, allein natürlich ist nochmal durchgedüst. Aber die Truppe wird, wo man ja auch sagen muss, das, was er da dabei gehabt hat, war ja nur Kavallerie. Auf jeden Fall diese Tage, schon längst Tage zurückgehängt. Der Verdacht ist mir gestern auch gekommen, wie ich vor gestanden bin. Aber die Zeltstange, das kostet Sinn auf die Bilder, die nur noch so geschultert mitgehangen werden. Da ist ja auch das gibt es in einem kleinen Stich aus den Übungen des Mars, französische, das ist auch in deutscher Übersetzung dann erschienen. Und da steht das dran eben, wie das ist eine der übelsten Anstrengungen des Soldaten, ist der Marsch, steht da. Und da heißt eben, dass jede Gemeinschaft halt trägt das Zelt mit und den Kochkessel mit und so. Und außer dem persönlichen Gepäck, und das sei also sehr anstrengend, das ist da auch abgebildet. Ist das hier. Also laut Karte, was natürlich nie so ganz sicher ist und Auskunft der Einheimischen, scheint es also höchstens die Hälfte von gestern zu sein, was auch wegen der Auswirkungen des gestrigen Hauruck-Beginns sehr wünschenswert wäre. Es gibt so eine größere Steigung dabei, aber insgesamt sollten es eigentlich nicht mehr als 15, 16 Kilometer sein. Dann müsste das eigentlich zu packen sein. Müsste besser zu schaffen sein als heute. Ja, und das Wetter ist eigentlich noch günstiger. Es ist jetzt noch bedeckter, windig, kühl. Das ist eigentlich optimal. Besseres Wetter kann man gar nicht haben. So. Und seid ihr gut drauf, trotz des gestern schwierigen Anfangs? Noch schon. Sieht man dann wieder heute Mittag, wenn dann die Laune vor allem die Laune fällt. Wieder die Verpflegung vergessen wird vor lauter Enthusiasmus. Toi, toi, toi. Ja. Dankeschön. Bleib mal gesund. Etwa die Etappen des Marlboro-Marsches anschauen, dass immer wieder zum Teil mehrere Rasttage dazwischen waren. Und wir hatten hier darauf verzichtet aus Zeitgründen und auch, weil an sich die meisten der Etappen nicht sehr lang erschienen. Aber es waren dann doch ganz ordentliche dabei und es ist halt vor allem immer das Tag für Tag marschieren. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man so ein Experiment nicht nur mal einen Tag, und sei es auch ein Gewaltmarsch, durchführt, sondern über einen gewissen Zeitraum hinweg. Da erst zeigen sich die wahren Tücken bei manchen Dingen. Bei den Waffen beschränkt sich das auf die Trageweise. Hier zeigt sich halt, dass gerade die Truppe, die wir gewählt hatten, diese Grenadiere halt schon sehr viel Zeug mit sich rumträgt. Das war überdurchschnittlich viel, weil wir also zusätzlich zum normalen Gewehr und Bajonett und Patronentasche die
die größere Hand, schwerere Handgranatentasche hatten, noch ein Beil hatten und eine Pistole, was also damals bei den bayerischen Grenadieren was Besonderes war. Die anderen Armeen eigentlich nicht üblich. Also natürlich hat sich gerade im Taillenbereich, am Koppel und so weiter, ziemliche Gewichte addiert, wo ich aber nicht den Eindruck hatte, dass sie den Leuten übermäßig zu schaffen gemacht haben. Steve, von den unerwarteten Strapazen der gestrigen Marschetappe von 35 Kilometern noch leicht geschockt, möchte wissen, wie weit es heute sein wird. All in all about, I think about 15, 16 or so. Right. Yeah. Much not, less not, than yesterday. But Steve, maybe also but, 19 kilometers. You have to climb some small yeah. hills. Oh well, never mind. So it's like another 2 kilometers more. equivalent. Yes, equivalent. Equivalent. Yes, 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 yes. Now come, me gentleman soldier, and won't you marry me? Oh no, me dearest Polly, such things can never be. But married I am already, and children I have 3. 2 wives are allowed in the army, but one's too many for me. And the drums did go with a rap-a-tap, and the fifes did loudly play, saying fare you well, me Polly dear, I must be going away. If anyone comes a-courting you, you treat him to a glass. If anyone comes a-courting, you say you're a country lass. You needn't even tell him that you ever played this joke, that you ever went into a sentry box wrapped up in a soldier's cloak. But the drums did go with a rap-a-tap, and the fifes did loudly play, saying fare you well, me Polly dear, I must be going away. It's come, me gentleman soldier, why didn't you tell me so? Me parents will be angry when this they come to know. When 9 long months was up and past, this poor girl she bought shame. But she had a little militia boy and she couldn't tell his name. But the drums did go with a rap-a-tap, and the fifes did loudly play, saying fare you well, me Polly dear, I must be going away. Aber mit der Karte kommen sie vielleicht. Klar. Wunderbar. Wie gesagt, die können sie gern behalten. Vielen Dank. Okay. Dann hier oben vielleicht 200 Meter an der Straße entlang. Das stabile Hoch hat örtlichen Regenschauern Platz gemacht. Weißt du, wo lang? Wir werden eingewiesen. Wir werden eingewiesen. Ja. Und jetzt eine ordentliche Karte. Wunderbar. Wunderbar! Okay. Hallo, wir müssen mal gleich ein Ständchen spielen. Ja, das war's. Wir singen noch eine Schar Begleiter, oder? Was? Die Rattenfänger auf den Armen spielen. Ich muss dann alles spielen. Oh! Oh, a stick! Zum Beispiel der Mann, der uns den Gehälter gebaut hat, der hat noch 2 Originalpfeifen. Originalpfeifen aus der Zeit. Den Schülern einer Waldorfschule bringen die merkwürdig gekleideten Männer eine willkommene Abwechslung und sie steigern ihr Interesse am Geschichtsunterricht. And enter into high and over the hills and far away. Over the hills and o'er the bay, to find this port you go and stay. Wie vorausgesagt, gilt es heute einige Steigungen zu überwinden. Marlboroughs Armee erregte seinerzeit das Staunen der Zeitgenossen ob ihrer perfekten logistischen Organisation und ihrer vorbildlichen Disziplin. Fortwährende Regengüsse verwandelten seinerzeit die Wege in Morast
Trotzdem konnten die alliierten Truppen eine durchschnittliche tägliche Marschleistung von 18 Kilometern bewältigen. Der Junkelmannsche Trupp leidet heute eher unter der durchgehenden Asphaltierung der Straßen und Wege. Uniform, Bewaffnung und Ausrüstung eines Infanteristen wogen zusammen etwa 35 Kilogramm. Der preußische General Karl von Clausewitz schreibt in seinem berühmten Buch Vom Kriege über den Marsch: Wir haben jetzt den zerstörenden Einfluss zu betrachten, welchen die Märsche auf die Streitkraft üben. Er ist so groß, dass man ihn als ein eigenes tätiges Prinzip neben dem Gefecht aufstellen möchte. Man überlege, wie im Staub und dem brennenden Sonnenstrahl des Sommers selbst ein mäßiger Marsch die furchtbarste Erhitzung verursachen kann, in welcher dann vom glühendsten Durst gepeinigt der Soldat zum vermeintlich frischen Quell stürzt, um sich Krankheit und Tod zu holen. Dauerregen im Industriegebiet hebt nicht gerade die Moral der Truppe. Dagegen hilft ein altbewährtes Mittel beim Militär: Trommeln und Pfeifen. So, so her, erzähl uns, was du erlebt hast. Was ich erlebt habe? Ja. Ja, so eine ablehnende Gemeinde oder Stadt wie Süßen habe ich mein Leben noch nie erlebt. Ey, was, absolut wie kein Interesse an Aufnahme. Nicht. Sie haben nichts, sie können nichts, sie wollen nichts. Und jetzt stehen wir da. Jetzt müssen wir zelten zum ersten Mal, oder? Zum ersten Mal. Ja, schauen wir mal. Hast du es Ihnen schon gesagt? Nein. Noch nicht? Nein. Erst mal schauen, vielleicht bringen wir es noch hin. Anton ist vorausgefahren, um für heute ein Nachtlager zu finden. Er stößt auf unerwartete Schwierigkeiten. Die marschierende Truppe ahnt noch nichts davon. Ja, es gibt hier irgendwo einen Reiterhof, oder ob der uns nimmt, das weiß ich nicht. Ah ja, dann lass das uns halt. Aber du machst das weiter dann. Ja, freilich, das bleibt mir alles übrig. Er erzählt, nicht einmal einen Zeltplatz hat er mir zugewiesen. Gar nichts. Einfach stur. Das ist der Lupi. Ja. Ja, Peter. Ja. Ja. Du, wir sind jetzt gerade beim Anton und versuchen für euch ein Quartier zu finden. Oh, Gentlemen, that have a mind, the survey queen that's good and kind, come and enter into pay and over the hills and far away. Over
Main, to Flanders, Portugal, and Spain. We have the mountains and we'll obey, over the hills and far away. Here's 40 shillings on the drum, for them that volunteers to come, with shirts and coats and present pay, and over the hills and far away. Over the hills and northern Maine, to Flanders, Portugal and Spain. Ausgerechnet in einer Stadt, die dem heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem Armen teilt, ein Denkmal gesetzt hat, scheint es mit der Gastfreundschaft nicht weit her zu sein. Doch da trifft Anton das Ehepaar Mörle. Frau Mörle wird sofort aktiv. Wir sind gerade in der Stadt unterwegs und jetzt hat uns da ein Herr angesprochen, die machen da irgendwie von Mundelsheim bis Höchstädt irgendwas historischer Umzug, so quer durchs Ländle praktisch, und suchen den Ziel so Unterkunft. Und von der Stadt, wann war von Termin? Heute. Ach, heute? Ja. Ach gut. Ja, das ist ja das Problem. Ich denke, wir sind ein paar Wochen heute. Die Marschierenden sind noch 10 Kilometer entfernt, nicht ahnend, dass das Nachtlager für heute immer noch in Frage gestellt ist. Die kommen heute also historische. Aus dem 18. Jahrhundert. Aus dem 18. Jahrhundert mit Trachter und ja, in der Bekleidung und Uniform. Es geht um die Nachvollziehung des spanischen Erbfolgekrieges. Es geht um Nachvollziehung von dem spanischen Erbfolgekrieg. Und die sind auf dem Weg genau nach Höchstädt. Und von der Stadt Ziesa, wie so schön ist, kriegen sie leider keine Unterstützung, obwohl sie sich da Wochen oder Monate schon vorher darum bemüht haben. Und da läuft nichts. So wie die Läden zugemacht werden, läuft auch sonst nichts. Ja. Also, ja. Das ist eine Herbergsuche. 07161. Musst du filmen, ey. Und vor allen Dingen bringen. 99. Auch nicht in Bayern, irgendwo in Schleswig-Holstein. Das ist mir keiner kennt. 20. Ein Möbelhaus feiert sein Geschäftsjubiläum mit einem Tag der offenen Tür, mit Bratwurst und Blasmusik. Das Regengebet ist durchgezogen. Jetzt wird es heute doch noch heiß. Auch wenn die Biergartenatmosphäre noch so verlockend ist, militärische Disziplin geht vor. Das heutige Marschziel ist noch nicht erreicht. Steve behält selbst unter der größten Anstrengung seinen Humor und bedankt sich mit Stil für die Vorfahrt, die man ihm gewährt. Gegen Abend hat es immer noch 30 Grad. Die Männer sind fix und fertig. Dem Biergarten des Gasthauses zum Ochsen können sie nicht widerstehen. Markus, jetzt gehen wir her. Prost! So. Ja.
Das ist mit dran getroffen. Hey, Mann. Was da? Anton, wenn jetzt weiter das zweite Land ging, ich habe andere geschickt. Also, Jungs, ich wünsche euch eine schöne Fahrt. Ja, vielen Dank. Was sind wir denn schuldig? Hallo. Was nicht? Oh, Anton, der Brauner. Der Wirt ist von der Truppe so angetan, dass er sie sogar einlädt. Anton! Toi! Wir bräuchten so ein römisches Kochbuch. Das ist das one of the prejudices. Ja, dabei, ja. Kommt der nächste Ferien an. Habe ich mein Buch geschrieben, römische Küche. Ja, gut. Es sind verschiedene Rezepte drin. Als Dank überreicht ihm Junkelmann ein selbstverfasstes Kochbuch aus dem alten Rom. Die Sammlung von 2000 Jahre alten Rezepten beweist, dass Junkelmann sein historisches Interesse auch mit Sinnlichkeit würzen kann. Ein Kochbuch mit Rezepten aus dem frühen 18. Jahrhundert, also aus der Zeit des Marsches, ist in Arbeit. Ciao. Das Nachtlager könnte nicht idyllischer sein. Sieglinde Mörles Einsatz hat sich gelohnt. So. Ja, der andere Schlussding hat sich an den Tisch gegeben. For all good soldiers, gentlemen, then let us list and march, I say, over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal, and Spain, we admire and we obey. Over the hills and far away. All gentlemen that have a mind to serve a queen that's good and kind, come and enter into pay. And over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal, and Spain, we have the mountains and we obey. Over the hills and far away. Here's 40 shillings on the drum for them that volunteers to come. Das folgende Nachtlager fanden sie auf einem malerischen und unkonventionellen Bauernhof. Hier, wo sonst ländliche Rockkonzerte, Kabarettabende und alternative Kutschenfahrten stattfinden, war Junkelmanns Trupp eine willkommene Ergänzung. Weißt, da gibt es beim Lidl oder wie heißen die diese Einkaufszentren? Gibt es da bestimmt immer so Kartons? Das ist alles zu kratzen, ist das. Siehst du doch mal was für ein Kind. Feldbetten, Bärenfellmützen, Uniformteile für verschiedene Anlässe und Gebrauchsgegenstände für den täglichen Bedarf, alles zusammen in einem Kleinlaster. Je öfter sie aus- und einladen, desto größer wird das Chaos. Antons Nerven liegen blank. Lieber Anton, kennst du den Spruch? Viel hilft viel. Schau mal, wir könnten ja an Bärenfellmützen die englische Leitbahn ausstatten. Ja.
Attacke, komm. Oh, wei, der Gaule funktioniert nicht mehr. Der Bosco. Der Bosco, immer der Bosco. Die Truppe hat Verstärkung bekommen. Fritz, ein ehemaliger Oberstleutnant der Bundeswehr, hat sich zum Mitmarschieren eingefunden. So, jetzt haben wir wenigstens die Zeit gut ausgenutzt. Genau. Und? Den Feind niedergerungen? Richtig, man muss die Zeit nutzen. Ein Soldat hat nie eine Pause. Richtig. Muss immer in Übung bleiben. Jetzt machen wir Infanteristen, üben wir Kavallerie. Ja. Ne, damit wir ihm ersetzen können, wenn er fällt, der Dr. Markus. Ne? Na klar, ja. Ne. Junkelmanns Truppe ist absoluter Selbstversorger. Ihr historisches Vorbild, Marlboros Heerwurm, organisierte die Verpflegung überwiegend gegen Bezahlung. Erst als die Heerschar die Donau überschritt und ins feindliche Bayern eindrang, sollte sich das grundlegend ändern. Herzog Marlboro schreibt an seine Frau: Wir schickten diesen Morgen 3000 Husaren los in Richtung auf seine Hauptstadt München mit Befehl, alles Land im Umkreis niederzubrennen und zu zerstören. Und Christian Davies, ein weiblicher Dragoner, berichtet: Wir plünderten die armen Einwohner dieses Kurfürstentums erbärmlich aus. Ich habe zu ihrem Elend beigetragen und mir meinen Teil an der Beute geholt. Wir verschonten nichts und töteten und verbrannten und zerstörten auf sonst eine Weise, was wir nicht davontragen konnten. Junkelmann kann bei jedem Auf- und Absitzen am eigenen Leib erproben, wo die kavalleristischen Schwierigkeiten im militärischen Alltag des 18. Jahrhunderts zu finden waren. Seine eng anliegende und taillierte Uniform, sein Waffengehänge, die schweren Reiterstiefel und der direkt hinter dem Sattel angebrachte Mantelsack behindern seine Beweglichkeit erheblich. Irgendwie muss der Mantelsack nachher befestigt worden sein, das geht nicht. Okay, Ammonie. Fritz! Ja. Ich bin nicht zum Köpfchen streichen da, zum Kriegchen. Hör auf, ich schieße die Eier ab. Bei uns auf dem, sage ich jetzt, Feldzug, da war es so, dass immer einer ein nettes Wort hatte und dass man auch untereinander gesprochen hat, wie man es besser machen hätte können, wie man es machen müssen, wie man es machen sollen. Und da war auch so ein Glückskind, war der Steve Rogers, der hat eine Harmonie mitunter reingebracht. Jeder hat sich gefragt, wie kann der das schaffen, dass der da jeden Tag die Strecke bewältigt. Aber er hat es geschafft. Ja. Er hat es geschafft in seiner roten Uniform. Auf wie auf! Auf wie auf! Auf wie auf! Auf wie auf! Steve auf! Mensch, du bist dein Geld wert. Da. Komm, geh mal ran. Ja. Steve, Gabon, English Army. Anton, auf geht's! Ja. Es ist alles im Kriege sehr einfach, aber das Einfachste ist schwierig. Da oben!
Excuse me. Ja, you are right. Hallo, Freunde. Westerstetten, ein weiteres Etappenziel der Armee Marlboros, ist erreicht. Wieder räumte ein freundlicher Bauer seinen Geräteschuppen für die Nachtruhe. Da sich der Abmarsch am Morgen aber immer mehr verzögert, beschließt man, heute früh zu Bette zu gehen, um dann am nächsten Tage endlich auch einmal so früh abzumarschieren, wie es in Marlboros Armee üblich war. Man ist gewohnt zu sagen, dass eine lange Ruhe dem physischen Wohl eines Heeres nicht tauge, dass in demselben mehr Krankheiten entständen als bei mäßiger Tätigkeit. Bis die Augen so rausgucken. Und dann das Originalmaß. Ja, dann das Originalmaß. Der Marsch fällt also natürlich in eine Zeit, in der wir an sich schon eine relativ gute Überlieferung haben. Zwar sind komplette Uniformen zum Beispiel nicht erhalten geblieben, aber doch Teile davon und sehr detaillierte Abbildungen, Reglements. Waffen haben wir zwar auch nicht mehr sehr üppig, aber sie sind da, manche sogar noch funktionsfähig, sodass sich also aus diesem Grund nur bedingt die Notwendigkeit von Experimentieren ergibt. Allerdings dadurch, dass halt die Originale so selten sind, die Zeit auch insgesamt in der Forschung etwa im Vergleich zum Dreißigjährigen Krieg oder davor oder zu den napoleonischen Kriegen danach etwas vernachlässigt worden ist, gerade in der praktischen Feldforschung, waren hier durchaus noch interessante Aspekte, die man auf diese Weise schon mal etwas intensiver beleuchten kann. Ja, guck mal her. Falsch! Die Mütze passt doch, gell? Nee, die passt nicht hier. Guck doch mal hier. So, der ist ja viel zu groß wieder. Ja, da musst du unterliegen. Ja. Aus experimentellen Gründen und weil die Uniform nach dem Marsch mit Patina in eine Ausstellung kommen soll, gibt Fritz heute einen französischen Füsilier des Regiments Navarra. Leider ist die Kutte, wie er sagt, für einen langen Kerl mit eindeutig anderen Körpermaßen geschneidert. Doch Fritz trägt dieses und die Uniform mit Humor. Markus, okay, ist Säbel oder Degen? Können wir einen Degen? Richtig, da haben wir ja wenig. Aber, ja, das war auch nicht so mitgekriegt, aber es geht. Deshalb ist ein Säbel, der wird. Mama, Strapper, hier. Pass auf, du willst das ja nur da vorne reinknöpfen, aber ich muss das mit dem da rauskriegen. Antwort, die Erfahrung mit den Uniformen. Jeder, der die Dinge in die Hand nimmt, macht sich zunächst einmal also Horrorvorstellungen, wie die Leute da im Schweiß vergehen und ertrinken oder sticken mit diesen dicken Dingern. Wie es immer meine Mannen sagten, sie tragen zwei Wintermäntel übereinander. Aber genauso aber auch hat jeder von ihnen wirklich dann so geäußert, dass es nicht so tragisch ist. Also wenn man mal die Grundschwitzung vorgenommen hat am Tag, dann funktioniert es erstaunlich gut. Also die Ausrüstung also nicht nur auf optische repräsentative Wirkung berechnet, was zweifellos natürlich eine Rolle gespielt hat, sondern sie war in ihrer Weise funktional. Das ist ein Marschzähler. Und wie funktioniert der? Da musst du deine Schrittlänge messen erstmal, ne? So die normale Schrittlänge beim Gehen, und die misst er dann ab. Ja. Und dann wird die eingestellt und durch Erschütterung zählt er dann immer weiter und genau auf Kilometer umgerechnet. Ja. Naja, das ist also unbestechliches Gerät. Und der kommt jetzt in eine Tasche, getarnt, damit den keiner sieht. Und dann wissen wir ganz genau, welche Kilometerleistung wirklich gelaufen worden ist. Das aber nur für den Generalstab, nicht für die Öffentlichkeit. Die Chefin persönlich. Bitte schön. Dankeschön. Frau Fries, ja. Ja, und herzlichen Dank für Ihre
So. Tut mir leid, dass ich einen Mo in der Früh um 5 Uhr rausgekommen habe. Das war nichts. Das könnte man bis dahin noch eine Überstunde schaffen. Ja, herzlichen Dank. Statt Zähneputzen gibt es Hochprozentiges und noch ein paar Tipps für den Weg. Das ist der Weg, da haben wir rein. Also an der Kirche vorbei. Das ist der da. Und da runter, da kann er direkt nach Lohnsee. Das sind bloß Rindviecher. Ja, Fräule. Gut. Ja. Bedanke mich recht herzlich für die Aufnahme. Also kurz weiterkommen. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Während die Truppe heute allein über die Schwäbische Alb weiterzieht, bereitet Junkelmann im Schloss Höchstädt mit Hilfe ungarischer Maskenbildner seinen Teil der Ausstellung über das gräulichste Spektakulum, die Schlacht von Höchstädt, vor. Drei Figurinen repräsentieren die an der Schlacht beteiligten Truppenteile. Ein französischer Füsilier des Regiments Navarra, ein Grenadier des Kurbayerischen Leibregiments und ein englischer Kavallerist aus Cadogan's Regiment of Horse. Wir müssen da schon vorher, da hier raus, nach Bissingen. Bissingen unter der Autobahn durch. Das da, das da. Genau. Das da. Da, so ist da. Das ist vielleicht gescheit im Lohnetal weiter und dann auf dem Weg da. Richtig, genau. Ging in der Weg. Genau.
Trotz intensiver kartografischer Vorbereitung verpasst Steve den Anschluss an die Truppe. Er bezieht vorübergehend Stellung in einem Heustadel und vertraut darauf, vermisst, gefunden und abgeholt zu werden. Okay. Ja, pardon? Sorry. The others are marching here along the wood, along the forest. I'm a bit lost. Yes, we have to go up to them. Oh right, yeah? Okay. Good morning. 17.4, Abmarsch. Yeah. Oh, we go. Oh, we go again. Good evening. Wo kommst du denn her? Hark, now the drums beat up again. For all good soldiers, gentlemen, then let us list and march, I say. Over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal and Spain, we and the mother's wheel of bay. Over the hills and far away. All gentlemen that have a mind to serve a queen that's good and kind, come and enter into pay, and over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal and Spain, we have the mountains and we'll obey. Over the hills and far. Oh, guck mal, was du da drauf hast auf den Zähler, dann kannst du ungefähr sagen. Komm mal her. Okay. Scheiße. Wie viel? Ja, 11 ist haben wir jetzt gegangen. Ja. Bergfest. Bergfest. Ja gut, aber der Bescheiß der Mann. Also sind wir schon drüber. Rast auf vermeintlich halber Strecke. Die Uniform ist schweißtreibend. Landschaftliche Reize werden kaum noch wahrgenommen. Mit sicherem Gespür für das jetzt Notwendige kommt Anton mit erfrischendem Getränk und Verpflegung. Ja. Ihr wüten Krieger, ihr. Guck mal, ey, der hat schon was zu trinken. Ja. Da was da? Hast du was? Ja, das war gut. Ihr wüten Krieger. Kommst du im richtigen Moment? Ja. Die sind bei nicht reingekommen, oder? Die Hälfte, glauben sie. Das haben sie. Hat es vor 1704 nicht gegeben, aber es hat sich gefallen. Ja, Wasser hat es gegeben. So schön. Ah, oh, okay. Meinst du, ihr habt die Hälfte? Ja. Sind wir schon drüber. Ich will mal die Karte zeigen, was die was der Markus, aber kannst du sagen, wenn der seinen Marschzähler von 1704 dabei hat? Originalmaße. Modell 1704, bayerischer Schrittzähler, Modell 1704. 11 Kilometer haben wir weg. Anton. Bis jetzt? Ja. Da müsst ihr nochmal 11 laufen. Hey, du Unkamerad. Du musst ja nochmal 11 laufen. Hast du, Anton, hast du auch ein paar Steine mit oder so für uns zum Tragen? Hinkelstein wäre gut. Er fährt sofort durch, die Frau. Der hat Angst gekriegt, wie sonst gesehen. Aber ich stelle den Barsch im Wörtchenberg. Dann? We're still in Baden-Württemberg. Ja, yeah, right. Machen wir uns die Feldflaschen nochmal voll. Ludwig, weil sich die Gelegenheit gerade bietet, warum mutet ihr das euch eigentlich zu? Ich glaube, im Moment sind wir in so einer Phase, wo wir uns das selber fragen. Mal im Ernst. Warum macht ihr das? Warum nehmt ihr das auf euch? Naja, weil, wenn man es dann geschafft hat, also hauptsächlich wegen dem Effekt, wenn man es geschafft hat, dann ist das wirklich ein ganz unglaublich tolles Gefühl. Da kann man sich nach 10 Jahren mal treffen und verzeihen und sagen, weißt du noch, dass der Fritz noch gehen konnte.
Sie hat damals auf dem Arsch die Füße kaputt gemacht. Dann wird's lustiger. Aber währenddessen die Strapaze halt so anhält, hat man nicht einmal von den landschaftlichen Reizen her was. Sag mal, Fritz, du hast das doch beruflich erlebt. Warum musst du das dann im Ruhestand auch noch machen? Tja, schwer zu sagen. Sagen wir mal aus Kameradschaft. Du hast ja gesehen, wer überhaupt noch mitmarschiert. Erst alle dicke Backe, alle reden davon. Und hinterher steht der Markus alleine da. Und dann musste ich ihm eben helfen aus Kameradschaft. Bauer, Pferdekuppel, Bauer. Und morgen, wo saßen wir dann morgen da hin? Morgen geht's da rüber. Morgen geht's da, da bleibt ich stehen, wie ich da rüber. Mhm. Wie heißt das da? Fischingen. Ja. Oh, there they tossed and tumbled till daylight did appear. The soldier rose, put on his clothes, saying, fare you well, me dear. For the drums they are a-beating and the pipes so sweetly play. If it weren't for that, dear Polly, along with you I'd stay. With a rap-a-tap and the pipes did loudly play, saying, fare you well, me Polly dear, I must be going away. Now come, me gentleman soldier, and won't you marry me? Oh no, me dear, is Polly, such things can never be. But married I am already, and children I have three. Two wives are allowed in the army, but one's too many for me. Schloss Taxis liegt zwar nicht ganz auf dem Weg des historischen Feldzugs, wird aber als zielgerechte und günstige Herberge in Kauf genommen. Straße an der Kreuzung, genau. Die Richtung. Wie heißt der Kreis? Taxis, Trugenhofen, so, Attacke. Die Richtung hin. Ja, also. Genau. Mit dem Worte Nachrichten bezeichnen wir die ganze Kenntnis, welche man vom Feinde und seinem ganzen Land hat. Ein großer Teil der Nachrichten, die man im Kriege bekommt, ist widersprechend. Ein noch größerer ist falsch und bei weitem der größte einer ziemlichen Ungewissheit unterworfen.
Natürlich weiß man, dass es ein Problem ist, Leute koordiniert vorwärts zu bringen. Und das mit relativ primitiven Nachrichtenübermittlungsmethoden damals. Und weil der Krieg ist einer großräumigen Strategie durchgeführt worden auf beiden Seiten, wo es darauf ankam, über hunderte von Kilometern hinweg Truppenbewegungen zu koordinieren. Und das ist, hat zum Teil zu Malheurs geführt. Bei den Franzosen kann man was sagen zum Verlust des Feldzuges, aber doch hat es eigentlich in erstaunlichem Umfang geklappt. Wenn man sich überlegt, was organisatorisch auf kleinem, in kleinem Maßstab schon alles schief geht bei so einer kleinen Aktion. Wenn man sich das jetzt vorstellt mit Zehntausenden von Leuten, sicher eingespielt und mit allerlei Spezialisten und so, aber dann muss man schon also Respekt haben vor dem, wie die also sowas organisiert und durchgeführt haben, weil ja bei uns zum Beispiel auch die logistischen Probleme gleich null waren. Ich meine, die paar Mann zu verpflegen und doch mit, ist ja kein Problem. Aber wenn da Zehntausende dahin marschieren, vor allem die Pferde zu futtern haben sollen und das alles, das potenziert es. Und da sieht man auch, dass zum Beispiel die Marschgeschwindigkeit, mit der Marlborough vorrückte, das habe ich selber mal geschrieben, die sei überraschend gewesen für den Gegner, nicht wegen der Geschwindigkeit, sondern eben wegen der unklaren Zielsetzung, die sie irritiert hat. Aber tatsächlich sind die Etappen, wenn man sie hintereinander nimmt, doch gar nicht so unbedeutend. Also selbst unsere kleine Gruppe hatte dann mit den größeren Etappen schon Schwierigkeiten und war ganz schön erledigt und hat ziemlich lange gebraucht. Also es waren auch Märsche von 15 oder 18 Kilometern im Gelände, die dann meistens doch mit Umwegen und allem Möglichen verbunden sind unter realistischen Bedingungen durchgeführt, anstrengende Angelegenheiten und sollten nicht unterschätzt werden. Uneinig war man sich über die geeignetste Trageweise der langen und schweren Steinschlossflinten. Aber auch das ließ sich durch die Praxis des Marsches genau erforschen und erproben. Das Gewehr hier hat sich auch sehr schnell gezeigt, dass die durch Abbildungen gesicherte Trageweise auch die richtige ist. Weil verführt durch den modernen Gebrauch bei der Bundeswehr hat einer zum Beispiel am Anfang meistens das Gewehr am Riemen, am Trageriemen getragen über den Rücken. Und ich habe das immer bemängelt, aber er meinte, das sei ihm so besser, aber am Schluss ist er nur noch über der Schulter marschiert, wie die das auch machten. Der Trageriemen wurde nur dann verwendet, eigentlich, wenn man beide Hände für was brauchte. Die Fusiliere hatten damals häufig überhaupt noch keinen Trageriemen. Nur die Grenadiere und Dragoner, manchmal die Fusiliere, aber das war erst im Kommen. Weil die brauchten halt etwa, wenn sie Hindernisse zur Seite räumten, das Beil benutzen, vor allem beim Handgranatenwurf und Ähnlichem, brauchten sie beide Hände und da haben sie das Gewehr mit dem Riemen umgehängt. Auf Schloss Amerdingen betreten sie historisch besonders bedeutsamen Boden. Hier hatte Marlborough in der Nacht vor der Schlacht auf dem Schellenberg sein Hauptquartier bezogen. Doch der Sinn für die besondere historische Bedeutung des Ortes verblasst angesichts elementarer Bedürfnisse. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir Weißbier kriegen. Wo habe ich denn den Marsch? Ja, wird schon uns. Ja, da kommt schon. Der Schellenberg war ja auch die Schlacht. Ja, die waren am 2. Juli. Und Sie sind zuerst, die haben auch eine kleine Ausstellung. Graf Stauffenberg, Schlossherr und Besitzer einer Brauerei. Ja, ja. Das ist Bibi Bronsart, ebenfalls Grenadier, Graf Stauffenberg. Oberstleutnant Bronsart, AD. Was sind Sie? AD, Oberstleutnant AD. Ich habe es nur zum Leutnant gebracht. War ein Kreta, falscher Mega. Ne? Ja, da war ich noch nie da, ich bin erst 42 geboren. Ja, da konnten Sie nicht dabei sein. Nee, da konnte ich nicht dabei sein. Da war ich schon, 42 waren wir noch in Einsatz in Tunis und Afrika. Und da bin ich da in Gefangenschaft gekommen. Kommt sie jetzt, die Einladung zum Weißbier, oder nicht? Ich war von der 40 bis zum letzten Krieg, Gefangenschaft, alles durchgemacht. Wir brauchen uns nicht erzählen, was wir alles durchgemacht haben. Kreta, dritten Welle gesprungen. Wenn ich der ersten, zweite wäre ich gar nicht mehr hier.
Doch statt Weißbier gibt's Kriegserlebnisse. Die Truppe muss sich selbst behelfen. Ist unser Spieß. Wer fährt das Begleitfahrzeug? Jetzt sind wir heute eingeladen beim Graf Stauffenberg oder nicht? Er hat gefragt, ob er was für uns tun könnte. Ich hätte ihm am liebsten gesagt, Alter, stell uns ein Glas Bier, wenn ich das sehen will. Ja. So was, da muss man doch von alleine, wenn eine kämpfende Truppe kommt, immer die im Quartier sind, das hört sich doch von alleine so aus. Hm. Na, kommt noch. Ja, heute Abend ist er wieder da. Ich glaube nicht, dass der heute Abend zu uns kommt. Glaubt, gut. Können die bitte Wasser haben? Ja, ja. Die hat den Kopf geschüttelt. Also, gehen wir zum nächsten. Bosco scheut. Doch es sind nur Fritz und Ludwig, die sich gut getarnt unter einem Busch eine Pause gönnen. Komm Fritz, das schaffen wir noch. Völlig schaffen wir das noch nicht. Ja. Steve. Der ist von Anfang an falsch bestückt worden. Fritz machen die nach historischen Vorbildern geschusterten Schuhe schwer zu schaffen. Und es ist heute wieder sehr heiß. Fritz ist nahe daran, aufzugeben. Ich war ja eigentlich nicht mehr. Das schaffen wir jetzt, komm. Ja, oder wir nehmen unsere Pionieräxte da. Wir bauen jetzt so Schleiftrage, wie die Indianer haben. Hängen die beim Haken sind und fertig. Dann müssen die Äxte endlich mal zum Einsatz kommen. Ja, die war gut, dass wir die dabei gehabt haben. Ja, das ist klar. Also, die haben wir gebraucht, ja. Dann genauso unseren Schnurrbart. Da, jeder, wo da vorbeikommt, hat sofort erkannt, aha, Grenadier, sogar auf dem Schnurrbart haben wir es Wert gelegt. Doch dann rafft sich der Oberstleutnant AD mit Hilfe der Kameraden wieder auf, überwindet den inneren Schweinehund und marschiert trotz höllischer Schmerzen in den Füßen weiter mit. Das ist was Wunderbares. So viel sind wir gewirrt, bevor es uns der Pool aufzunehmen. Hark, now the drums beat up again. For all good soldiers, gentlemen, then let us list and march, I say, over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal, and Spain, we and the march and we'll obey. When you read about these campaigns, various battles, you can understand a great deal better why they just, you think, when you read something, you think, why did he go only so many miles?
but if you recreate the distance they actually did, you can really understand why. I said, ah, that explains everything. So you get a fuller picture of not just the reading. The historians are good at what they do, but they haven't got, most of them haven't got the practical experience of ourselves as reenactors, and we get a far greater appreciation and understanding of what it was really like, what it's like carrying a musket on your shoulder, 5 kilograms of musket on your shoulder. We think now they must have had a thick underlay of cloth under the shoulder for having a musket all the time. It just gets so heavy. So that must have, you can't really see it, but it must have been, because it just wears you down. But extra padding makes things a lot easier. Why? It's history. Passion for history, a love of what we're doing. As a reenactor, it's trying to push boundaries that of things that have not been done before. As with anniversaries like now, it's great to be part of things. It's to be part of a team, a good team, good humour, good banter, good leg pulling, good camaraderie. It's a great feeling. It's not an ego thing. That's the last thing that comes into it. It's just a passion. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal and Spain, we are the ones we love. Over the hills and far away. Oh, gentlemen that have a mind to survey queen that's good and kind, come and enter into pay, and over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal and Spain, we have the mountains and we obey, over the hills and far away. Ja, also man musste mit den Schuhen muss immer noch mal weiter rum experimentieren. Da freue ich mich schon drauf. 40 shillings on the drum, for them that volunteers to come, with shirts and coats and present pay, and over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal and Spain, we'll land the mountains and we'll obey, over the hills and far away. 2. Juli 2004, der 300. Jahrestag der Schlacht am Schellenberg. Der Soldat wird ausgehoben, gekleidet, bewaffnet, geübt. Er schläft, isst, trinkt und marschiert. Alles nur, um an rechter Stelle und zur rechten Zeit zu fechten. Man kann einen historischen Schauplatz wie ein Schlachtfeld, wo man sagen, einmal unter analytischen Gesichtspunkten betreten und bearbeiten. Denn eine Geländeautopsie schafft einem immer doch ein besseres Verständnis für die Situation auf dem tatsächlichen Schauplatz und die Möglichkeiten, die die Truppen hatten, die Schwierigkeiten, die Sichtverhältnisse, die toten Winkel im Gelände, die Beschwerlichkeit von einem bestimmten Anmarsch und so weiter, als wenn man das nur auf einer noch so guten Landkarte anschaut oder selbst auf dem Geländerelief. Das sind halt doch immer enorm verkleinert und man muss ganz genau die Zeichen lesen können und bloß die Höhenlinien sich dann praktisch vorzustellen, wie der Hügel meinetwegen tatsächlich hochgeht, wie steil der ist. Das ist kein Ersatz dafür, sich das Gelände mal wirklich persönlich nicht nur anzuschauen, sondern möglichst auch wirklich abzugehen. Und wenn man das dazu noch in realistischer Weise tut, indem man die entsprechende Kleidung, Schuhwerk, Waffen und das alles dabei hat. Wenn ich da zum Beispiel da den Schellenberg raufstapfe, dann weiß ich ungefähr, welche Anstrengung das dann bedeutete für die Leute, die diese Angriffe machten. Genauso kann ich sehen, meinetwegen, in welchen Punkten sie vor Artilleriefeuer gedeckt waren oder wo sie voll ausgesetzt waren und all diese Dinge.
Das ist einmal das eine. Also die Geländeautopsie ist deswegen bei der Analyse von Schlachten also eigentlich immer ganz unumgänglich und sehr, sehr wichtig. Der Schellenberg bei Donauwörth war ein strategisch wichtiger Hügel, um den Donauübergang zu kontrollieren. Max Emanuel zog hier unter seinem Marschall Arco 10.000 Mann zusammen, die sich zur Verteidigung verschanzten. Als Marlborough mit 50.000 Mann nach einem 25-Kilometer-Marsch den Fuß des Hügels erreichte. Obwohl es bereits später Nachmittag war, ließ Marlborough sofort und ohne Rücksicht angreifen. Ein Blutbad war die Folge. Marlboroughs Armee fiel in Bayern ein und verwüstete das Land in der Hoffnung, Max Emanuel aus seiner Allianz mit Frankreich herauszulösen. Aber vergeblich. Beide Armeen befürchteten, dass sich der Gegner wieder erholen und verstärken könnte. Also musste schnellstmöglich eine zweite Schlacht geschlagen werden. Das zweite ist jetzt natürlich, kann man sagen, ein mehr emotionaler Aspekt. Also wenn ich auf ein Schlachtfeld gehe und mir vorstelle, was da passiert ist, die Bedeutung des Ganzen, natürlich auch der Umstand, dass da Tausende gestorben sind und all das, das kann Leute, vor allem die vielleicht einen leicht romantischen Touch in ihrem Gemüt hat, haben natürlich einen sehr starken Eindruck machen. Und wenn dann noch die entsprechende Atmosphäre dazu kommt, dann sind sicher die Schauplätze unterschiedlich. Wenn sich zum Beispiel ein Schauplatz total verändert hat oder modern zugebaut worden ist, dann wird es oft schwierig sein, so eine Stimmung zu erreichen, als wie bei einem, der eine ausgesprochen schwermütige oder Stimmung ausstrahlt. Das hängt auch von Wetterstimmungen und anderem ab. Jetzt zum Beispiel auf dem Schellenberg, wie wir waren, genau auf die Stunde, genau 300 Jahre nachdem der Angriff losging. Und da muss man, glaube ich, dann schon, sagen wir mal, sehr abgeneigt sein, jeglichen Empfindungen dieser Art, wenn man das nicht irgendwie ein anrührt. August 2004. John Churchill, First Duke of Marlborough, hat sich durch seinen legendären Marsch und den Sieg über den Kurfürsten Max Emanuel einen Platz in der Geschichte gesichert, wie man zu sagen pflegt. Der heutige Herzog Marlborough besichtigt stilgerecht das Schlachtfeld. Junkelmann versteht es, diese Geschichte wieder lebendig werden zu lassen und erklärt seiner Gnaden die Manöver beider Seiten. Wie im Gefecht oder bei Paraden Vorschrift, trägt Junkelmann jetzt statt dem Dreispitz die Bärenfellmütze. August 1704, 3 Uhr früh. Prinz Eugen und Herzog Marlborough setzen ihre Truppen in Marsch, um die große Schlacht zu wagen. Franzosen und Bayern wurden von dem Anmarsch in der Morgenstunde völlig überrascht. Beide Seiten standen sich jeweils mit etwa 50.000 Mann gegenüber. Franzosen und Bayern besaßen mehr Infanterie und Artillerie, 35.000 Fußsoldaten gegen 30.000 und 90 Geschütze gegen 52. Dafür waren die Alliierten an Kavallerie überlegen. 20.000 Reiter gegen 15.000. Also hier Lutzingen, ja, und da ungefähr davon der Riedgraben. Da drüber ist der Prinz Eugen gekommen und da ist die bayerische Kavallerie gestanden, die Infanterie. Dann ging es mit Franzosen weiter und hier dann mit französischer Kavallerie auch auf Oberklauheim weiter. Und da drüben gegenüber Lutzingen bis zum Goldberg rauf, da sind die Preußen und dann ganz hinten die Dänen gekommen, die Infanterie. Und was jetzt sich hier abspielte, jetzt ziemlich genau dann um die Zeit, wie wir jetzt da waren. Das geht ja etwas später los als bei Blindheim. Rollt der erste Angriff von Prinz Eugen. Die Infanterie stößt bis nahe an Lutzingen vor.
Die Kavallerie war nur das erste Treffen einsatzbereit wegen des schwierigen Geländes. Die anderen waren noch nicht richtig da. Kamen rauf und wurden dann in der Gegenattacke hier den leichten Hang runter von der bayerisch-französischen Kavallerie zurückgejagt bis hinter den Rittgraben. Und die linken Flanken-Eskadrons sind dann hier so in der Gegend nach links eingeschwenkt. Gegen Mittag begann der Angriff. Nach anfänglichen Rückschlägen gelang Marlborough gegen 18 Uhr der alles entscheidende Durchbruch. 11.000 Franzosen in Blindheim wurden eingekesselt und mussten sich am Abend ergeben. Schlachtfeldtourismus. Englische Militärgeschichtsenthusiasten, unter ihnen viele Veteranen nebst ihren Gattinnen, bestaunen ergriffen das Schlachtfeld von Höchstädt oder Blenheim, wie sie es nennen, auf dem ihr berühmter Landsmann seinen legendären Sieg errungen hat. Für diesen Sieg bekam Marlborough von der englischen Königin ein Schloss in der Nähe von Oxford geschenkt, das nach dem Ort der Schlacht Schloss Blenheim benannt wurde. Vielleicht empfinden die Besucher ähnlich wie Winston Churchill, der nach einem Besuch eben jener Wahlstadt nach Hause schrieb: Die Schlachtfelder waren wunderbar. Es ist überraschend, wie groß sie sind, und ich war in der Lage, sie mit schimmernden Geisterarmeen zu bevölkern. Soldiers, gentlemen, and let us list and march, I say, over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal, and Spain, we and the mountains and we will obey, over the hills and far away. Gentlemen that have a mind to serve a queen that's good and kind, come and enter into pay, and over the hills and far away. Over the hills and o'er the main, to Flanders, Portugal, and Spain, we have the mottos and we'll obey. Over the hills and far away. Here's 40 shillings on the drum.